Klick rein, Questtime! Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, 4 Wochen sind um. Mein erstes Quiz-Video ist ganz gut angekommen. Also habe ich mich entschieden, ungefähr im 4-Wochen-Rhythmus jedes Mal ein neues Quiz-Video zu machen. Heute sind die 4 Wochen um und es gibt das nächste Quiz-Video. Die Regeln habe ich grundsätzlich beibehalten. Es gibt 2 Punkte pro Frage mit Ausnahme von Watchmorph, aber dazu komme ich, wenn wir soweit sind. Wenn ihr auf Pause drückt, um nachzuschlagen und die Antwort im Internet zu googeln, bitte nur 1 Punkt, seid so fair, schreibt das dann auch entsprechend so in die Kommentare rein. Ansonsten, wie gehabt, 5 Fragen, 5 Bereiche, einmal Watchmorph und am Ende dann bitte in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr hattet. Damit es nicht zu lange dauert, fangen wir direkt an. Hier ist die erste Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Fliegeruhr Baumuster Typ A und Typ B? 20 Sekunden ab jetzt. So, die 20 Sekunden sind um. Wer jetzt noch möchte, kurz Pause drücken. 1 Punkt, wenn ihr Pause drückt. Ansonsten die Auflösung. Unterschied Baumuster Typ A und Typ B. Fliegeruhr Baumuster Typ A hat die Stundenangaben auf dem äußeren Indexring und hat eine etwas andere Zeigerform. Die Fliegeruhr Baumuster Typ B hat 2 kreisförmige Indexringe. Auf dem äußeren sind die Minuten angegeben, auf dem inneren sind die Stunden angegeben und der Stundenzeiger ist deutlich kürzer als bei Typ A und orientiert sich an dem inneren Ring der Stundenindizes und die Zeigerform ist etwas anders. Ganz grob der Unterschied, es gibt vielleicht noch andere, aber das würde mir schon vollkommen reichen für die 2 Punkte. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Uhrenmarken haben ihren Sitz in Deutschland? Es geht also nicht darum, wer produziert in Deutschland, made in Deutschland, sondern der rechtliche Sitz der Firma in Deutschland. Wie viele Marken sind es da? 50 oder weniger? 51 bis 60? 61 bis 70? Oder mehr als 70. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, die 20 Sekunden sind um. Habt ihr es gewusst? Das war nicht so schwer. Ist eine Schätzfrage, aber ich habe das immer mal wieder in Videos erwähnt. Also wer ein paar Videos von mir gesehen hat, hat ganz gute Chancen, die Frage richtig zu beantworten. Wenn ihr es jetzt schon wisst, 2 Punkte. Wenn ihr auf Pause gedrückt habt und es dann richtig habt, bitte nur einen. Es sind mehr als 70 Uhrenmarken, die ihren Sitz in Deutschland haben. Kommen wir zur nächsten Frage. Und das ist, glaube ich, eine einfache Frage. Bei meinem letzten Video hatte ich den Eindruck, die Fragen waren etwas zu schwer. Das sollte wirklich von vielen von euch beantwortbar sein. Was haben diese 4 Uhrenmarken gemeinsam? Sinn, Archimede, Damasco und Dekla. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, die 20 Sekunden sind um. Ihr kennt das.
Wer auf Pause gedrückt, bekommt nur einen Punkt. Wer es jetzt schon weiß, bekommt zwei Punkte. Diese vier Uhrenmarken, Sinn, Archimede, Damasco und Dekela, bieten alle vier gehärtete Gehäuse an. Das ist die Gemeinsamkeit. Kommen wir zur nächsten Frage, die ein bisschen textlastig ist. Ich rede etwas langsamer. Also die nächste Frage. Welche Extras werden von Sinn-Spezialuhren nicht angeboten? A. Bänder mit Schnellwechselsystem. B. Eine schmierstofffreie Ankerhemmung. C. Lebenslanger kostenloser Ersatzbandservice. D. Schwarze Hartstoffbeschichtung. Oder E. Eine 10 Jahre Garantie auf die Wasserdichtigkeit bei Taucheruhren. 20 Sekunden ab jetzt. So, die 20 Sekunden sind um und ich glaube wirklich, das war jetzt eine einfache Frage, wo keiner auf Stopp drücken musste und ihr habt sie alle richtig. Natürlich gibt es bei Sinn keine lebenslange kostenlosen Ersatzbandservice und auch keine 10-Jahres-Garantie auf die Wasserdichtigkeit bei Taucheruhren und ich habe auch noch keine Bänder mit Schnellwechselsystem gesehen. Es gibt aber die schmierstofffreie Ankerhemmung und es gibt die schwarze Hartstoffbeschichtung. Und damit kommen wir jetzt zum schwersten Teil. Ich glaube wirklich, dass das der schwerste Teil ist. Deswegen habe ich versucht, es von den Uhren her etwas einfacher zu machen. Watchmorph. 25 Sekunden ab jetzt. Die 25 Sekunden sind um und ich bin sicher, mindestens eine Uhr habt ihr erkannt. Wenn ihr auf Pause gedrückt habt und ein bisschen recherchiert habt, habt ihr vielleicht sogar beide erkannt. Ich würde vorschlagen, weil das wirklich schwer ist, dass pro erkannter Uhr zwei Punkte vergeben werden. Wer also die U1 erkannt hat, denn das ist die eine der beiden Uhren, bekommt zwei Punkte. Und wer die Archimede Sporttaucher erkannt hat, bekommt noch einmal zwei Punkte, sodass es hier vier Punkte in der Summe gibt. Die U1 von Sinn ist eine ikonische Uhr mit 44 mm Durchmesser, 1000 Meter Wasserdichtigkeit und einem Preis jenseits von 2000 Euro. Die Archimede Sporttaucher ist deutlich kleiner mit 41 mm, hat eine Wasserdichtigkeit von 300 Metern und kostet um die 1000 Euro, also ein ganz anderes Preissegment. Beide sind aber Taucheruhren mit einem schwarzen Grundtonzifferblatt und roten Farbakzenten. Insofern fand ich sie durchaus vergleichbar. Ja, schreibt gerne in die Kommentare rein, wie viele Punkte ihr hattet, ob es euch gefallen hat, ob die Fragen jetzt etwas leichter waren, besser zu beantworten und ob ich das so weiterführen soll im 4-Wochen-Rhythmus. Ich würde es gerne machen, mir macht es Spaß, aber ich mache es natürlich nur, wenn ihr es auch mögt. Bis dahin. Tschüss, euer Axel.